LibreOffice downloaden. LibreOffice, die kostenlose Office Suite. Dieses Video zeigt, wie ein Download von LibreOffice vorgenommen werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter LibreOffice kostenlos herunterladen. LibreOffice kann kostenlos heruntergeladen werden von der Webseite. Klicken Sie auf Download und anschließend auf Download LibreOffice. Normalerweise sollte LibreOffice Ihr Betriebssystem automatisch erkennen. Andernfalls wählen Sie LibreOffice für Ihr Betriebssystem aus. Klicken Sie auf die Auswahlfläche für das Betriebssystem. Hier ein Auswahlbeispiel. Windows x86 steht für ein 32-Bit Betriebssystem Windows. Windows x86 64 steht für ein 64-Bit Betriebssystem Windows. Klicken Sie nun auf die Auswahlfläche Download. Es wird auf die nächste Seite geschaltet. Der Download sollte automatisch beginnen. Deshalb klicken Sie jetzt nicht auf den Dateinamen. Sie können auch optional eine Spende machen, um die LibreOffice-Gemeinschaft zu unterstützen. Es erscheint die Dialogbox. Klicken Sie auf den Button Datei speichern. Sobald die Datei heruntergeladen wurde, können Sie nur noch die LibreOffice-Hilfe downloaden. Klicken Sie im grünen Feld auf den Text LibreOffice Building Help. Es erscheint die Dialogbox. Klicken Sie wieder auf den Button Datei speichern. Unter Windows werden die beiden Dateien üblicherweise im Ordner Download gespeichert. Sie können nun die Installation von LibreOffice vornehmen. Beachten Sie bitte auch die Installationsanweisungen unter Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen bei der Arbeit mit LibreOffice. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter